Ja, hallo alle zusammen, hier ist der Matthias wieder und ich wandere mal in ganz andere Gefilde heute. Ich habe mir Counter-Strike Global Offensive besorgt und ich bin absolut schlecht in dem Spiel. Ich habe vorher noch nie Counter-Strike gespielt. Ich habe noch nie Global Offensive gespielt. Ich habe sowieso so gut wie gar keine Shooter auf dem PC gespielt, auch wenn ich damals immer gesagt habe, Shooter spielt man am besten auf dem PC. Habe ich es trotzdem so gut wie nie gemacht. Ganz früher habe ich mal Doom und Doom 2 und Duke Nukem 3D und dann auch Half-Life und vielleicht noch irgendwas, was mir jetzt gerade nicht einfällt, auf dem PC gespielt. Aber danach habe ich fast nur noch Konsole gespielt. Und hier bei dem Spiel fühle ich mich so ein bisschen ungefähr so, ja, wie als ich das erste Mal Modern Warfare 2, ja, das war das erste Call of Duty-Spiel, was ich mir gekauft habe, in meine PlayStation reingesteckt habe. Da bin ich nämlich auch vollkommen unwissend rumgelaufen. Kannte die Map nicht, kannte die Waffen nicht. Die Steuerung kannte ich da noch nicht mal so, okay, wobei die jetzt ja nun wirklich nicht schwer ist bei Call of Duty. Und wurde einfach nur erschossen, ne? Also die kleinen Tricks und wie nennt man das? Tja, Bewegungsmuster, Abläufe in Deckung gehen und irgendwie wieder rausgucken und sowas. Das kannte ich da quasi gar nicht mehr, weil ich habe nie Online-Shooter gespielt. Ich habe immer nur die Kampagnen gespielt. Und ja, da stand ich da auf ziemlich nackig da, eigentlich so auf Feld und Flur bei Modern Warfare auf der PlayStation. Und damals habe ich mir so ein bisschen Anregungen, Hilfe, Tipps und weiß ich nicht was auf YouTube geholt. Da hat das angefangen, dass ich überhaupt hier so regelmäßig auf YouTube gegangen bin, um zu gucken, was gibt's Neues an Gameplays, was gibt's Neues an Tipps und so. Und ja, ich weiß nicht, wie das bei euch war. Vielleicht ähnlich. Ich habe damals auf jeden Fall mich halbwegs international orientiert und bin eigentlich. Ich bin damals noch nicht auf den Commander Krieger gestoßen. Den habe ich eigentlich erst so nachher irgendwann mal gefunden. So zu Anfang von Modern Warfare 2 gab es auch, glaube ich, größtenteils englischsprachige Kommentatoren bzw. Leute, die da Videos gemacht haben, um einem irgendwie ein bisschen weiterzuhelfen. Und auf die bin ich dann so gestoßen, auf die größten, sage ich mal. Ne? Das war zum einen damals noch CNNers. Hello everyone, my name is CNNers. Ich weiß nicht, wer ihn kennt. Ansonsten einfach meine Videobeschreibung gucken. Ich werde die Kanäle mal da reinstellen. Zum anderen war das Only Use Me Blade. Only, only, only. Kennt bestimmt auch der ein oder andere. Das ist derjenige, der ausschließlich mit seinem Messer durch die Gegend läuft. Zumindest mit seinem Only Use Me Blade Account. Und das war was, was ich mir abgeguckt habe. Schießen konnte ich überhaupt nicht. Ich habe nur daneben geschossen mit dem Controller, wusste ich nicht, was ich da anfangen sollte, um irgendwen zu treffen. Deswegen habe ich mir einfach eine Waffe genommen und bin mit Extrembedingungen, oder Marathon hieß es damals noch, durch die Levels durchgerannt wie ein Wahnsinniger und habe die dadurch auch erstmal kennengelernt. Ich war ein bisschen schneller unterwegs dadurch und wurde nicht sofort erschossen von allen. Und habe einfach nicht nur an einer Ecke gestanden. Blöd. Das war ja noch nicht mal Campen, was ich dann gemacht habe. Ich habe einfach nur da rumgestanden und geguckt. Ja, bei Call of Duty habe ich durchaus Fortschritte gemacht. Da würde ich mich als einigermaßen gut bezeichnen mittlerweile. Bei Counter-Strike jetzt hier, wie ihr seht, ist das noch nicht so das Gelbe vom Ei, ne? Das ist noch nicht das, was der Franzose Bouillon nennt. Und noch irgendwelche lustigen Sprüche, um auszudrücken, dass ich scheiße spiele. Falls ihr euch über meine Stimme wundert, übrigens, ich bin erkältet und sitze hier in so einem Berg aus Taschentüchern. Und bin froh, dass ich bis jetzt noch nicht husten musste. Ja, was gab es noch damals an YouTube-Channels? Die ganzen alten. Damals noch Pros Don't Talk Shit. Heute wahrscheinlich mehr bekannt unter seinem neuen Channel Captain Sparkles. Und mittlerweile hat er auch nichts mehr mit Call of Duty zu tun, sondern größtenteils Minecraft.
Wobei im Moment auch wieder mal ein paar Shooter-Spiele kommen, aber naja. Ja, Hutch als einer der ganz großen damals. Und genauso auch Wings of Redemption und Woody's Gamertag, die immer noch groß dabei sind, ne? Wem das alles nicht sagt, ich hoffe, ich erinnere mich gleich an alle, die ich aufgezählt habe. Ich werde sie alle in eine Videobeschreibung packen. Ja, was kann ich hier zum Gameplay noch großartig sagen? Ich renn rum und werde meistens erschossen. Wobei ich mich schon so ein bisschen dran gewöhnt habe. Also ich werde im Laufe des Spiels ein bisschen besser, wer genau darauf achtet. Allerdings, ja, da haben wir den Drecksack gefunden hier, zack und weg, runtergeschossen vom Dach. Jetzt zum Beispiel weiß ich noch nicht mal, dass das eine Schrotflinte ist, was ich da in der Hand habe und versuche hier auf Distanz zu schießen. Das ist auch vollkommen Banane, was ich da mache. Renn da jetzt einfach immer nur stumpf wieder rein. Ja, den erwische ich sogar. Den erwische ich auch noch. Jawohl. Das sah fast professionell aus. Da war das Husten. Ja, danke dafür. Ja, ich bin gespannt. Ich werde es mit Sicherheit noch ein paar Mal spielen, das Spiel. Natürlich werde ich es. Jetzt habe ich es. Ich bin etwas enttäuscht von meinem Computer noch, muss ich dazu sagen. Man sieht es vielleicht auch ein bisschen am Video. Es lässt sich spielen, aber das ist jetzt hier die niedrigste Grafikeinstellung so ungefähr. Und tja, mein Rechner zeigt immer wieder, dass er doch älter ist und sich nicht mit so 3D-Spielen wirklich gut anfreunden kann. Das hier ist übrigens, wie ich finde, war die lustigste, beste Szene aus dem ganzen Gameplay. Da habe ich es schön geschafft, hinter die Leute zu laufen. So, jetzt habe ich schnell geredet und habe schon alles verplempert, was ich erzählen wollte, so ungefähr. Jetzt ist hier gleich das große Finale. Lara Croft gewinnt. Den erwische ich überhaupt nicht. Ja, das mit dem Zielen hier mit der Maus, das bin ich einfach überhaupt nicht mehr gewohnt. Oder war es auch noch nie gewohnt. Das heißt, das werde ich mir ein bisschen antrainieren müssen. Und da ich auch schon alter Sack bin, ist das wahrscheinlich nicht ganz so einfach. Also, ich sag mal, bis zum nächsten Mal.